Alexander, warte, ich habe eine Neuigkeit für dich. Dein Bruder kommt dich besuchen. Was hast du gesagt? Mein Bruder kommt? Ja, es stimmt. Ich habe ihn eben drüben an der Fahrstraße getroffen. Hast du es gehört, Maya? Mein Bruder kommt mich besuchen. Nein, was für eine Freude. Ihr werdet ihn sicher mögen. Er ist ein feiner Kerl. Das, was man einen Gentleman nennt. Na ja, ich weiß nicht. Wir haben zusammen im Schlafsaal einer Schule in Heidelberg gewohnt. Er ist noch gebildeter und feiner als ich. Wenn ich mal was bemerken darf. Ich habe ihn seit Jahren nicht mehr gesehen. Aber es ist mir zu Ohren gekommen, dass er inzwischen in Paris leben soll. Und zwar in der Sakristei der berühmten Kirche Notre Dame, wenn ihr überhaupt wisst, was das Alexander, ist. Alexander, ich muss dir was... Er wird dir sicher gefallen, Maya. Mein Bruder Nikolaus ist weltmännisch und klug. Er weiß alles besser als ich, falls das überhaupt möglich ist. Und er hat Eleganz und Kultur. Ich werde ein Fest für meinen Bruder Nikolaus geben, Maya. Was meinst du? Lass mich doch auch mal zu Wort kommen. Ich will dir schon dauernd was sagen. Es ist nicht dein Bruder Nikolaus, der kommt, sondern dein Bruder Melvin. Ich werde meine berühmte Maissuppe kochen und von meinem Käse aus... Was hast du da gesagt, Puck? Dass dein Bruder Melvin dich besuchen kommt. Kein Irrtum möglich. Du hast ihn wirklich und wahrhaftig gesehen. Was ist los, Alexander? Warum bist du so enttäuscht? Melvin ist doch auch dein Bruder, oder nicht? Ja, natürlich ist er mein Bruder, aber er lebt in einem Schweinestall auf einem Bauernhof. Er ist, wie man so sagt, ein wenig aus der Art geschlagen und ist nicht im Mindesten so elegant und kultiviert wie mein weltmännischer Bruder in Paris. Verstehst du jetzt meine Enttäuschung? Aber was spielt denn das für eine Rolle, Alexander? Wenn er mein Bruder wäre, hätte ich ihn trotzdem genauso lieb. Du nicht auch, Puck? Ja, selbstverständlich, Maya. Und ich muss sagen, er hat mir ganz gut gefallen. Kommt, wir gehen ihm entgegen. Wenn ich dein Bruder wäre und dich besuchen käme und würde dein Gesicht sehen, würde ich gleich wieder gehen. Ich weiß ja, Maya, ich weiß, es ist nicht recht, aber... Maya hat recht. Setz mal dein Sonntagnachmittag vor der Tür Stehgesicht auf. Hallihallo, Alexander! Geliebtes Bruderherz! Melvin, wie siehst du denn aus? Das schwere Nütter. Nein, ist das eine Freude. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich dich jemals im Leben nochmals wiedersehe. Wie geht's dir, Rumpelstilz? Oh, meiner Treu, was für ein putziges Blumenmädchen. Sie sind ja, wenn ich so sagen darf, eine ausgesprochene Schönheit. Ich bin die Maya, eine gute Freundin von Ihrem Bruder Alexander, Herr Melvin. Was Sie nicht sagen. Du bist mir ja einer. Mhm. Dabei hast du doch immer getan, als könntest du kein Messerchen trüben. Und dann angelt er sich so eine flotte Miene. Aha, und du bist Puck, der mir den Weg hierher gezeigt hat. Na, wie viele Pferde hast du denn inzwischen schon gepiekt? Ich kann nicht sehen, ich kann nicht sehen. Wo ist meine Puck? Du hast zu komische Freunde, liebes Brüderchen. So, finden Sie, dass wir komisch sind? Sie scheinen eine besonders fröhliche Maus zu sein, Herr Melvin. Ja, ja, ich lache von Herzen gern. Wenn Sie nichts dagegen haben, nenne ich Sie Herr Mel. Melvin ist mir ein bisschen zu lang. Ja, natürlich, meine Freunde dürfen mich nennen, wie sie wollen. Nennt mich und sagt zu mir, was ihr wollt. Nur vergesst nicht, mich zum Abendessen einzuladen. Oh, habe ich euch ein bisschen gequetscht? Tut mir leid. Naja, ihr werdet euch schon noch alle an mein Temperament gewöhnen, was? Sie haben sich sicher noch eine Menge zu erzählen. Und ich muss mich um das kleine Fest kümmern, das wir für Sie geben wollen. Viel Spaß inzwischen. Ich schicke den Willi vorbei, wenn es soweit ist. Komm, Puck, komm! Na, da haben